Der Tierpark Hagenmilch hat ein neues Baby. Erzählen Sie was dazu. Ja, gestern Morgen, 7:45 ist ein kleines Elefantenbaby geboren. Die Mama heißt Salvana, die ist auch hier bei uns geboren, 1996 im Sommer. Der Papa ist Gajendra, der war hier bei uns vorübergehend Zuchtkunde, ist inzwischen wieder in München. Und nach einer Tragzeit von 691 Tagen ist das passiert. Baby ist fit, wie jeder sieht, wunderbar. Mutti kümmert sich, die anderen sind auch alle dabei gewesen bei der Geburt und jetzt ja auch. Das Jungtier ist auch ab sofort auch für unsere Besucher zu sehen. Das heißt, die ersten Tage noch hier drin und irgendwann, vielleicht Ende der Woche oder so, wenn das Wetter mitspielt, dann auch draußen, sonst weiterhin hier drin. Und da es ein Weibchen ist, wird es für immer hier im Tierpark Hagenmilch bleiben, richtig? Ja, für immer ist immer so eine Sache, aber eigentlich ist der Plan so. Ja, also normalerweise bleiben weibliche Tiere in der Gruppe, in die sie geboren werden. Und dann gibt es immer noch die Frage nach dem Namen. Wann wird sich denn da entschieden oder wer hat darauf einen Einfluss oder bestimmen Sie den? Nein, den Namen bestimmen wir diesmal nicht selber. Der ist verlost worden sozusagen, die Namensgebung. Und zwar geht es darum, dass im UKE, im Universitätsklinikum hier in Hamburg, der Kinderbereich verändert und neu gebaut werden soll und dafür Geld gebraucht wurde. Und da war die Idee, Sachen zu versteigern, die man sonst nicht kaufen kann. Und eins ist eben die Namensgebung von dem Elefantenbaby über Hagenbeck. Und das hat ein Mann aus Hongkong ersteigert. Und das wird wahrscheinlich ungefähr 2. Oktoberhälfte sein, dass die Kleine ihren Namen bekommt. Dann wünschen wir der Kleinen und euch alles Gute. Vielen Dank, Herr Pflüger. Ja, danke schön.